Ja, meine Damen und Herren, Polizisten in Radlerhosen, da träumen die in Libyen von, oder? Das ist das, was die alle anstreben. Die wollen doch alle so leben wie wir. Und jetzt haben sie sich erhoben in Nordafrika. Ist das nicht großartig? Ist das nicht ein schönes Gefühl, wenn die Menschen zur Demokratie aufbrechen? Die Diktatoren werden gestürzt, einer nach dem anderen. Ja? Und okay, in der Schweiz wird das Geld eingefroren. Man konserviert es, falls wir noch mal zurückkommen. Aber die Diktatoren sind weg und die Menschen werden befreit. Sie werden nicht länger drangsaliert, sie werden nicht mehr eingesperrt. Und wer weiß besser als wir Deutschen, wie schön das ist, wenn Mauern fallen und Menschen zu uns kommen können. Sie sollten vielleicht schon mal ein paar Gästebetten beziehen, ein bisschen Couscous auf Vorrat einlagern. Ja, die Freiheit ist was Wunderbares, also die eigene Freiheit. Die Freiheit der anderen kann schon mal ein bisschen lästig werden, sagen wir es mal so. Ne? Aber die Freiheit der nordafrikanischen Bevölkerung, die ist uns doch lieb und teuer, ist vor allem teuer. Dann steht der Deutsche an der Zapfsäule, an der Tankstelle, guckt auf den Benzinpreis und sagt, immer so schlimm war der Gaddafi doch auch nicht, oder? Das sieht der Berlusconi zum Beispiel auch so. Der Berlusconi hat mit dem Gaddafi sich wunderbar verstanden. Der Berlusconi, für den war der Gaddafi immer ein Hoch der Stabilität. Ja? Und der Gaddafi hat wirklich immer nur die übers Wasser gelassen, die der Berlusconi auf seinen Bunga-Bunga-Partys auch wirklich haben wollte. Jetzt kommt da Jan und Mann, was weiß ich. Was ist, wenn die da wirklich demokratisch beschließen, den Ölpreis ab sofort zu verdoppeln? Das könnten die ja demokratisch beschließen, um all die Schäden zu reparieren, die der Gaddafi in seinem letzten Gefecht eingerichtet hat. Wäre da alles möglich? Was machen wir dann? Dann gucken wir. Ne? Der Gaddafi war immer so ein Netter. Das war so ein zuverlässiger Geschäftspartner. Ich weiß gar nicht, hat doch keiner mit rechnen können, dass der mal so durchdrehen würde, oder? Aber jetzt ist ja, jetzt macht die Europäische Union ja Schluss mit lustig. Jetzt ist ja Embargo, haben Sie gehört? Ist ja, ab nächste Woche kriegt er keine Waffen mehr. Er soll erstmal die aufbrauchen, die wir bis jetzt geliefert haben. Das sind drastische Maßnahmen, meine Damen und Herren. Ja, man muss da auch immer differenzieren. Ne? Diktatur kann man auch nicht pauschal mit Diktatur vergleichen. Das kann jeder Pauschaltourist sagen. Das muss man differenziert betrachten. Sehen Sie, Ägypten war eine Diktatur und die DDR war auch eine Diktatur. Aber das eine Plattenbauten und andere Pyramiden. Das sind doch Unterschiede. Sie, Honecker und Mubarak, beides furchtbare Despoten. Aber die Diktatur in Ägypten, die hatte für uns Deutsche immer einen gewissen Charme. El Sheikh. Bevor jetzt hinterher wieder Beschwerden kommen von Zuschauern über die absurden Vergleiche, die ich hier ständig anstelle, möchte ich mal jetzt mal ein Wort in eigener Sache sagen, meine Damen und Herren. Sehen Sie, es erreichen uns speziell nach Kabarett-Sendungen immer wieder Briefe von Leuten, die völlig sauer sind und sich beschweren und sagen, also sie wären jetzt wirklich leid, sie wollten nicht länger hinnehmen, dass von ihren GEZ-Gebühren sowas hier produziert würde. Das müsste dann wirklich nicht sein. Ja, und man muss diese Menschen ernst nehmen, das tue ich auch, und ich möchte diese Menschen jetzt mal offiziell beruhigen. Ich kann nicht für meine Kollegen sprechen, aber ich kann Ihnen versichern, ich lege großen Wert darauf, dass meine Honorare ausschließlich aus den Gebühren der Zuschauer und Zuschauerinnen bezahlt werden, die mich auch wirklich gut finden. Da bestehe ich. Sehen Sie, ich habe doch Verständnis, ich bin doch selbst Gebührenzahler. Ich möchte ja auch nicht, dass von meinen GEZ-Gebühren da irgendwelche Sendungen produziert werden, die ich über Gebühr schrecklich finde. Deshalb habe ich ja zum Beispiel, ich habe bei der GEZ verfügt, dass von meinen Gebühren keine Volksmusik-Sendungen bezahlt werden dürfen. Ja? Auch die Honorare von Reinhold Beckmann, Wolf-Dieter Poschmann und Peter Hane dürfen unter gar keinen Umständen, ich wiederhole, unter gar keinen Umständen aus Geldern bezahlt werden, die ich zwangsweise an die GEZ überwiesen habe. Das habe ich der GEZ unmissverständlich klargemacht. Nee. Natürlich kann jetzt die GEZ ihre Gebühren nur in ihrem Sinne einsetzen, wenn die auch von ihren Vorlieben wissen. In der Gebührenverteilungsstelle. Da reicht ein formloses Schreiben. Das ist natürlich für die GEZ eine Menge Aufwand, die verschiedenen Gelder auf die einzelnen Töpfe zu verteilen, aus denen dann was nicht bezahlt werden darf. Aber das machen die da gerne, meine Damen und Herren. Genauso wie mein Finanzamt ja ohne mit der Wimper zu zucken akzeptiert hat, als ich erklärt habe, dass aus meinen Steuergeldern ab sofort keine Diäten von FDP-Politikern mehr bezahlt werden dürfen. Und vor allem keine Polizeieinsätze mehr bei Castor-Transporten und bei Polizeieinsätzen von Bayern München.
Stoiber, Koch, Schäuble, Merz und Meier, diese Menschen sind endgültig in ihre nationale Phase eingetreten. Entscheidend ist nur noch, was hinten raus muss. Stoiber wörtlich, wer die Stammtische diffamiert, diffamiert die deutsche Bevölkerung. Da hat der Mann nur wieder recht. Sie müssen sich die Deutschen als kollektiven virtuellen Stammtisch vorstellen. Wo Menschen einen Stammhirn haben, hat der Deutsche einen Stammtisch. Und wie wollen Sie einen Moslem, der keine Schweinshaxen frisst und kein Bier säuft, wie wollen Sie den am deutschen Stammtisch integrieren? Das geht doch gar nicht. Man kann doch nicht einfach so Deutscher werden. So blöd muss man geboren sein. Das ist eine Blutsache. Deutschsein ist eine Blutsache. Ich gehe weiter. Ich sage, Deutschsein ist eine Art genetischer Defekt. Ich hab's ja selber. Es tut ja nicht weh. Also einem selber nicht. Sie überfordern die Deutschen. Doppelpass. Da denkt der Deutsche, ey, die haben was extra, das will ich aber auch. Was stellt der Anwärter auf einen Hirnschrittmacher sich unter einem Doppelpass vor? Dass man zweimal Steuern zahlen darf oder was? Aber die Deutschen haben schon Doppelnamen nie wirklich akzeptieren können. Was wollen Sie diesen Leuten erklären? Man kann in kultureller Vielfalt nebeneinander leben, ohne seine Identität zu verlieren. Diese Menschen leben in Einfalt, ohne eine Identität zu haben. Und das ist das eigentliche Problem bei der Integration. Da schwafeln die alle von, die müssen alle integriert werden, nur wohin? Was ist das, die deutsche Identität? Die ist ja hier in Gefahr, haben Sie auch gehört, ne? Roland Koch sagt, die Deutschen haben Angst, ihre nationale Identität zu verlieren. Entschuldigung, ich lebe ja auch mit Roland Koch in einem Land. Was soll das sein, die deutsche Identität? Jeder Franzose besitzt eine Carte d'identité. Was haben Sie? Sie haben einen Personalausweis, oder? Sie haben ein Dokument, das belegt, dass Sie zum Personal der BRD gehören. Was ist das, die deutsche Identität, wenn Sie als Türke nach 20 Jahren in Bayern endlich jodeln können? Sie haben den Schuhplattler alles drauf, ziehen beruflich nach Mecklenburg-Vorpommern um. Machen Sie erstmal einen Schnellkurs im Fidschi-Klatschen oder was? Das ist doch regional verschieden, wenn man dazugehören will in diesem Land, oder? Was ist die deutsche Identität? Ist es der krachlederne, bayerische, bierkrugstämmende Hinterwäldler? Der einsilbige, norddeutsche, teenippende Fischkopf? Oder der mit Kölsch abgefüllte Vollproll? Oder? Oder ist es am Ende doch noch der Düsseldorfer Vernissagegänger, der alles, was er sich nicht erklären kann, für Kunst hält? Zum Beispiel den mit Kölsch abgefüllten Vollproll. Und wollen Sie von Menschen, die zum Teil aus jahrhundertealten Kulturen mit intakten Familienstrukturen zu uns kommen, ernsthaft erwarten, dass sie sich auf dieses Niveau hier begeben? Als letztes Argument kommt die Sprache. Die müssen wenigstens Deutsch können. Die müssen wenigstens anständig Deutsch. Was ist das denn jetzt wieder? Anständig Deutsch. Wo wird das gesprochen? Waren Sie da schon mal? Sind Sie Deutscher? Können Sie sich an einem schwäbischen Stammtisch artikulieren? Die meisten Kölner können schon in der Eifel nicht mehr nach dem Weg fragen. So sieht das aus. Deutsche sind das alle. Nur wenn Sie als Ausländer den deutschen Pass haben wollen, dann machen Sie einen Sprachtest. Der fällt verschieden hart aus, kommt ganz auf an, wo Sie den machen. Willkür der Ausländerbehörde vor Ort. Es gibt Städte in Deutschland, da müssen Sie beim Sprachtest beweisen, dass Sie auf Deutsch erklären können, was ist der Unterschied zwischen Mehrheits- und Verhältniswahlrecht. Ja, da dürften die meisten von Ihnen ziemlich froh sein, dass Sie schon Deutsche sind. Ne?
Die harmlose Variante des Sprachtests, die Mindestanforderung sozusagen, die ist folgende. Sie müssen einen deutschen Zeitungsartikel, nicht so ein Vierzeiler aus der Bild-Zeitung, so einen richtigen Zeitungsartikel, Kommunalpolitik, so ein verquastes Zeug, das müssen Sie auf Deutsch lesen können, verstehen können und den Inhalt dann mit eigenen Worten auf Deutsch wiedergeben können. Wenn Sie den Test mit allen Deutschen machen, können Sie die Hälfte ausbürgern. Ein verführerischer Gedanke. Nur welches Land soll 40 Millionen Intelligenzflüchtlinge aufnehmen? So große Container kann nicht mehr RTL bauen. Was haben die Stammtischbrüder für ein Problem mit den Türken? Es geht ja um die Türken, nennen wir das Kind beim Namen. Ausländerproblematik, hören Sie doch auf. Ich lebe jetzt in Düsseldorf seit 12 Jahren. Wir haben einen schönen Stadtteil Niederkassel, da haben wir einen Ausländeranteil von 25%. Aber das sind eben Japaner, das sind so gesehen keine Ausländer. Die leben normal, die saufen, die machen beim Schützenumzug mit, selbst Karneval. Die brauchen sie nicht mal schminken, die sehen lustig aus. Integriert sind die nicht, da wollen sie keine Sorge haben. Die wenigsten Japaner in Düsseldorf können Deutsch. Wozu? Japanische Kindergärten mit japanischen Erziehern, japanische Schulen mit japanischen Lehrern, japanische Banken, japanische Kaufhäuser, japanische Restaurants und japanische Hotels. Das größte buddhistische Zentrum außerhalb Asiens steht in Düsseldorf-Oberkassel am Seestadt. Da ist der japanische Kaiser der Tenno zur Einweihung gekommen. Im deutschen Supermarkt, im kleinen Rewe-Laden in dem Viertel, gibt es ein Regal mit japanischen Produkten, japanischen Schriftzeichen und einem japanischen Verkäufer den Fisch. So schneiden wir die Japaner den Essen. Die haben in 2 Apotheken extra japanische Mitarbeiter, um die Leute bedienen zu können. Die haben sogar Jehovas Zeugen im Japan. Ein Wachturm an der Straße endlich stehen. Und es ist alles kein Problem. Kommen Sie mal dahin. Es ist ein friedliches, ein freundliches Nebeneinander. Es ist kein Miteinander. Man muss nicht integriert sein, um friedlich in einer Stadt oder einem Land zusammenleben zu können. Rheinländer, Westfalen sind doch auch nicht integriert. Leben doch in einem Land, wo ist das Problem? Man kann doch mal ein Bier zusammen trinken. Die einen trinken Bier, die anderen das, was sie da verhalten. Ja und? Warum geht das mit den Türken nicht? Und ich glaube, ich habe die Lösung. Heute glaube ich, die Stammtischbrüder sind neidisch auf die Türken. Die Stammtischbrüder sind neidisch darauf, dass viele Türken immer noch so schön im guten alten Patriarchat leben dürfen. Die guten alten Zeiten der Stammtischbrüder. Die Frauen halten das Maul in der Öffentlichkeit, laufen schön auf der Straße 10 Schritte hinterher mit den Plastiktüten. So würden die selber gerne wieder leben, die Stammtischbrüder. Das gönnen die den Türken nicht. Und deshalb, meine Damen und Herren, deshalb sollen die Türken integriert werden. Warum sollen die es besser haben als wir? Während dieser Text etwa 16 Jahre alt ist, kommen wir wieder zu aktuelleren Themen. Meine Damen und Herren, Sie alle haben sich an die neue Zeitrechnung gewöhnt. Früher sagten wir vor Christi Geburt und nach Christi Geburt. Und heute teilen wir die Welt ein in vor den Anschlägen und nach den Anschlägen. Allein dieses Datum ist ja eingegraben in das kollektive Gedächtnis der gesamten Menschheit. Der 11. September, wer kann den Tag denn jemals vergessen? Ein Dienstag war das. Der 11. September 1973. Ja, es war auch ein Dienstag. Am 11. September 1973, da wurde Salvador Allende, der demokratisch gewählte Präsident Chiles, dummerweise ein Sozialist, der wurde mit Hilfe einer amerikanischen Terrororganisation namens CIA aus dem Amt geputscht. 3000 ermordete chilenische Demokraten. Die hatten einen Fehler gemacht, das ist natürlich richtig. Die hatten geglaubt, man könne einen Sozialisten demokratisch zum Präsidenten wählen. Dabei ist es in den USA gar nicht erlaubt. Ausgelöst wurde der Putsch damals durch den Mord am Geheimdienstchef von Allende und den Mordbefehl für diesen Mord, den gab der damalige Osama Bin Laden, der hieß Henry Kissinger. Bis heute nicht ergriffen, außer von sich selber. Ersetzt wurde Salvador Allende durch eine amerikafreundliche, weil faschistische Militärdiktatur unter Leitung von Augusto Pinochet, ein ausgewiesener Menschenrechtsexperte, würde man heute sagen. Ja, die Amerikaner hatten bei der Auswahl ihrer Statthalter vor Ort immer ein geschicktes Händchen. Aber ich spüre ja auch heute Abend wieder, wie an dieser Stelle hier die Kälte auf die Bühne gekrabbelt kommt.
Ich weiß, Amerika ist ein spähes Kapitel. Auch mein Ex-Kanzler, Goldkettchen Gerd, hat ja extra gesagt, wir sollen nicht in einen oberflächlichen Anti-Amerikanismus abgleiten. Aber meiner ist gar nicht oberflächlich. Ich habe auch überhaupt nichts gegen Amerika. Es ist ein wunderschönes Land. Ich war da auch schon, ein traumhaft schönes Land. Das Problem sind die Menschen, die da leben. Und die sich immer freiwillig in die Regierung wählen. Das ist ein bisschen wie mit Bayern, sage ich immer. Die Gemütsverfassung des Durchschnittsamerikaners ist mir naiv sehr wohlwollend umschrieben. Von der Welt wissen die meisten Amerikaner wirklich nicht sehr viel. Viele Amerikaner wissen nur eins von der Welt: Wir sind die Guten. Also mir sagen mir quasi. Wir sind die Guten, eine schöne Sache. Es geht nichts über ein einfaches Weltbild. Das kennen Sie noch aus den Zeiten des Feminismus. Wenn man weiß, wer der Böse ist, hat der Dach Struktur. Für die Amerikaner war die Welt jahrzehntelang klar überschaubar. Das Reich des Bösen lag im Osten. Die Sowjetunion, der Kommunismus, das wurde bekämpft. Man hat Bollwerke errichtet auf der ganzen Welt gegen die Rote Flut. Man hat das Dammschutzprogramm zu Hause etwas vernachlässigt. Aber man hat Bollwerke errichtet, zum Beispiel damals in Persien, im Iran. Da hat man einen sympathischen, talentierten, jungen Diktator, den Schah von Persien, Reza Pahlavi, den kennen Sie noch. Schmucker Typ in Uniform. War der Liebling der Boulevardpresse damals in Deutschland, hatte eine deutsche Frau. Die deutsche Kaiserin, Soraya. Sie erinnern sich? Et Soraya. Quasi der Gegenentwurf zu Ursula von der Leyen, würde man heute sagen. Die wurde dann wegen Produktionsausfall betriebsbedingt gekündigt. Jedenfalls diesen Schah von Persien haben die Amerikaner so lange aufgerüstet, bis der über die fünftgrößte Armee der Welt zum damaligen Zeitpunkt verfügte, als Bollwerk gegen den Kommunismus und natürlich vor allem, um den Amerikanern das schöne, billige iranische Öl zu liefern. Um die Armee finanzieren zu können, hat der Schah von Persien dann in guter amerikanischer Menschenrechtstradition seine eigene Bevölkerung derart unterdrückt und geknebelt, dass die verzweifelten Perser sich eines Tages hinter einen religiösen Führer gescharrt haben, um diesen Diktator wieder loszuwerden. Der religiöse Führer hieß Ayatollah Khomeini. Da ist jetzt sympathisch nicht das Wort der Wahl. Sie spüren aber doch schon gleich, wie verzweifelt die Perser gewesen sein müssen. Oder ahnen Sie das Ausmaß an Verzweiflung, das notwendig wäre, dass Sie bereit wären, sich von Kardinal Meissner regieren zu lassen? Aber zurück zu Khomeini. Über Khomeini können Sie sagen, was Sie wollen. Er hat eine friedliche Revolution organisiert. Die Iraner haben den Schah von Persien friedlich gestürzt. Der Schah hat Demonstranten erschießen lassen. Von der Armee, von der Geheimpolizei. Aber die von Haus aus gewalttätigen Islamisten haben friedlich demonstriert. Es kamen immer neue Demonstranten. Am Schluss standen 1 Million Demonstranten in Teheran auf der Straße. Die Armee stand mit Gewehr im Anschlag. Vielleicht haben Sie die Bilder mal gesehen. 1979. Und die Demonstranten haben gesagt, da müsst ihr jetzt alle erschießen, hier geht keiner mehr weg. Und die Armee hat gemerkt, die meinen das ernst. Die sind bereit, für ihre Freiheit zu sterben. Und dann hat die Armee sie in die Kaserne zurückgezogen. Da ist kein Schuss mehr gefallen, der Schah von Persien musste fliehen. Ab mit Farah Diba, ein paar Köpfchen vor Kohle, nach Ägypten, da ist er in ein adäquates Erdloch gezogen. Von der Welt geächtet, verurteilt zum Tode durch Whirlpool. So viel zum Thema, wie ein Volk einen brutalen Diktator überhaupt wieder loswerden kann. Heutige Diktaturexperten sehen das etwas anders. Angela Merkel zum Beispiel. Meine Kanzlerin zitiere ich ja am liebsten wörtlich. Ich habe noch keine bessere Möglichkeit gefunden, die Frau zu beleidigen. Angela Merkel, die ja mal gesagt hat, sie will mich durchregieren. Und dann wieder gesagt hat, sie will mir dienen, woraufhin ich jetzt jeden Morgen schweißgebadet aufwache. Ich weiß ja nie, wie sie heute drauf ist. Kommt sie von hinten, kommt sie von vorn? Oder hat sie schon eine gemeinsame Lösung gefunden? Angela Merkel hat den letzten völkerrechtswidrigen Invasionskrieg der Amerikaner im Irak mit dem Satz begründet, ich habe in einer Diktatur gelebt, ich weiß, Diktatoren sprechen nur die Sprache der Gewalt.
habe ich mich damals sehr geschämt, muss ich Ihnen ehrlich sagen. Ich habe an dem Tag begriffen, wir hätten versuchen müssen, die Brüder und Schwestern in der DDR mit Gewalt zu befreien. Das wäre unsere Pflicht gewesen, oder? Mit ein bisschen Glück wäre uns die Merkel als Kollateralschaden erspart geblieben. Ja, sehen Sie, das ist das Sympathische an dieser Frau. Die ist ohne eigenes Zutun durch eine friedliche Revolution ihrer mutigen Mitbürger in Freiheit gekommen. Sie selber hat ja nicht mitdemonstriert. Sie hat ja das System auf ihre Art bekämpft, auf der Universität. Die war ja schwer im Widerstand. Ich schätze ja, die hat versucht, Honecker zu stürzen durch falsche Forschungsergebnisse. Die Frau ist ohne eigenes Zutun durch eine friedliche Revolution befreit worden. Kaum ist die befreit, meint die entscheiden zu müssen, wann ein Volk auch mal bereit sein muss, für seine Freiheit zu sterben. Ist das jetzt das Warmherzige, das nur Frauen in die Politik einbringen können? Ja, genieren Sie sich ruhig mal ein bisschen. Doch, genieren Sie sich. Genieren Sie sich für Angela Merkel, Sabine Christiansen und Eva Herrmann. Da wissen Sie mal, wie das ist. Sehen Sie, ich habe mich mein gesamtes erwachsenes Leben lang immer und immer wieder von Vollidioten distanzieren müssen, bloß weil das zufällig meine Geschlechtsgenossen waren. Und jetzt sind Sie mal dran. Aber zurück zu Khomeini. Khomeini hat den Schah von Persien vertrieben und die Perser waren sauer, denn die Amerikaner haben bis zuletzt den Diktator unterstützt. Und die Amerikaner waren auch sauer, denn die schönen Waffen und die Ölquellen waren jetzt in der Hand von Ayatollah Khomeini, ein religiöser Fundamentalist, ein Moslem. Moslems, Menschen, die ihre Religion ernst nehmen, für Katholiken unvorstellbar. Nun kommen Sie. Glauben Sie ernsthaft, die 1 Million jungen Katholiken, die letztes Jahr in Köln dem Papst zugejubelt haben, haben sie in der Nacht davor im Zelt auf der Wiese an die Regeln von diesem Papst gehalten? Hören Sie mal, da geht es doch nicht um Inhalte, da geht es um den Event. Da will man mal dabei gewesen sein. Der Mann ist ein Popstar heutzutage. Wo ist denn der Unterschied zwischen Tokio Hotel, Knut und Benedikt dem 16., meine Damen und Herren? Ob da jetzt Benedikt der 16. im Berliner Zoo auf dem Affenfelsen rumturnt oder ob die den Knut in Rom auf den Balkon stellen, das ist doch völlig egal. Die Leute wollen das mal gesehen haben. Och, ist der süß, ne? Das Einzige, was ich von katholischen Jugendfreizeiten weiß, ist, da sind immer mehr von zurückgekommen, als hingefahren sind. Und die hauptamtlichen Mitarbeiter sind immer mit gutem Beispiel vorangegangen. Das wollen wir nicht vergessen. Denn natürlich sagt der Kardinal Meissner, wie kann man CSU-Vorsitzender werden, wenn man ein unehrliches Kind in die Welt gesetzt hat? Wie soll das gehen? Aber natürlich kann man katholischer Priester bleiben, wenn man uneheliche Kinder hat, oder? Natürlich, da kann man auch 3, 4 uneheliche Kinder haben, das ist auch finanziell kein Problem. Das zahlt alles das Bistum. Die Alimente für die unehelichen Kinder von katholischen Priestern zahlt das Bistum, da haben die extra Fonds für. Jedes Bistum hat einen extra Fonds dafür. Da hat jedes Bistum eine extra Haushaltsstelle für. Ich weiß jetzt nicht, ob Köln oder Aachen, jemand hat mir erzählt, ein Bistum hat das versteckt im Haushalt unter dem Posten unvorhergesehene Baumaßnahmen. Und wenn es nicht stimmt, ist es aber sehr schön erfunden, meine Damen und Herren. Meine Vermutung ist, die katholische Kirche wäre an Alimentezahlungen schon pleite gegangen, wenn ich ein Drittel der Priester schwul wäre. Aber zurück zu Khomeini. Der Iran wurde damals quasi über Nacht vom Bollwerk gegen das Böse zum Reich des Bösen selber. Das entscheiden die Amerikaner ja nach Tageslage. Jetzt musste das Reich des Bösen wieder bekämpft werden. Da haben die Amerikaner gesagt, wer kann das für uns machen? Und da haben die auch wieder einen sympathischen jungen Mann gefunden. Der wohnte da gleich um die Ecke. Damals noch nicht in einem Erdloch. Saddam Hussein, ein talentierter Diktator seiner Zeit. Die Amerikaner haben gesagt, Hussein, wir machen seit Jahren prima Geschäfte. Wir wissen, du bist ein souveräner Schweinediktator.
wir rüsten dich weiter auf, du marschierst im Iran ein, du stoppst den Khomeini mit seinem schiitischen Gottesstaat, denn der Khomeini wollte ja damals schon den schiitischen Gottesstaat im ganzen Golf ausbreiten, die Kraft der Revolution. Alle hatten Angst, die Saudis hatten Angst, die Kuwaitis hatten Angst und im Irak war es ja immer so, dass die sunnitische Minderheit unter Hussein die schiitische Mehrheit unterdrückt hat. Also haben die Saudis dem Hussein Geld geliehen und die Kuwaitis haben dem Hussein Geld geliehen und die Amis haben die Waffen geliefert. Und der Deal war, du marschierst im Iran ein, das willst du ja sowieso machen, hältst den Khomeini in Schach, du willst ja einen Groß-Irak haben und die Ölquelle im Grenzgebiet, die kannst du behalten, damit kannst du hinter den Krieg finanzieren. Und der Hussein ist ja sofort losmarschiert, ist aber nicht weit gekommen. Die blöden Perser haben sich gewehrt. Die Sache zog sich hin. 8 Jahre lang, von 1980 bis 1988, Golfkrieg. 8 Jahre lang hat Saddam Hussein mit Unterstützung der Amerikaner einen Angriffskrieg gegen sein Nachbarland Iran geführt. Wir Deutschen waren neutral in dem Krieg, muss man fairerweise mal dazu sagen. Wir haben beide Seiten schön mit Waffen beliefert. Ohne Deutschland darf ja nie wieder ein Krieg ausgehen. Oder so ähnlich. Das muss ich nochmal nachgucken. Aber es war irgendwas mit Arbeitsplätzen, das weiß ich noch ganz genau. Nach 8 Jahren Krieg und 1 Million Tote hat der Hussein gemerkt, ich komme da nicht rein. Er hat sich zurückgezogen in sein eigenes Land. Die Amerikaner haben geschmunzelt und der Hussein wollte noch eine Belohnung. Und die Amis haben gesagt, ja, was heißt die Belohnung? Hast du Ölquellen erobert? Hast du nicht? Hast du auch keine Belohnung? Da war der Hussein bumpig. Der Krieg hatte 160 Milliarden Dollar gekostet. Der war hoch verschuldet. Er hatte nichts erreicht. Die eigene Bevölkerung war am Murren und am Meckern. Und da hat der Hussein überlegt, wie komme ich aus der Nummer raus? Und hat dann gesagt, wisst ihr was, ich hole mir die Ölquellen jetzt in Kuwait. Da komme ich sehr viel leichter rein und bin da auch schon mal meine Schulden quitt. Aber da waren die Amerikaner wieder pampig. Moment mal, Freundchen, welches Land du überfällst, bestimmen ja wohl immer noch wir. Hussein, wir herrschen, du Pitbull. Hussein, Perser abknallen und Kurden vergasen, da hat keiner ein Problem mit. Da kriegst du alles Giftgas, was du brauchst. Aber Kuba besetzen, da ist Schluss mit lustig. Der Hussein wusste nicht, was los war. Was hatte der jetzt falsch gemacht, aus seiner Sicht? Aus seiner Verbrechersicht? Wie erklären Sie einem hauptberuflichen Bankräuber, dass er die Commerzbank überfallen darf, aber die Dresdner Bank nicht? Wo ist die Moral? Was bitte hat Saddam Hussein beim Einmarsch in Kuwait anders gemacht als beim Einmarsch im Iran? Hat er sich verändert? Nee, der hatte sich nur rumgedreht. Aber über Nacht wurde Saddam Hussein vom Bekämpfer des Bösen zum Bösewicht des Jahrhunderts. Der neue Hitler war geboren. Wie praktisch. Es war der Herbst 1990. Die Sowjetunion begann sich aufzulösen. Gorbatschow sagte, wir können nicht mehr. Gorbatschow sagte, das Rüsten ist vorbei. Das Wettrüsten ist zu Ende, wir haben das Geld nicht mehr. Ihr könnt betteln, solange ihr wollt, wir rüsten nicht mehr mit. Ja, sie haben gut lachen. Aber die amerikanische Rüstungsindustrie war in heller Aufregung. Der Feind hatte sie einfach aufgelöst. Ohne Rücksprache. Alle sprachen von Friedensdividende. Wie hätte man jetzt der amerikanischen Bevölkerung noch klar machen sollen, dass die ganzen schönen Steuergelder für wahnsinnige Rüstungsprojekte ausgegeben werden mussten? Star Wars, SDI, was weiß ich. Die Amis hätten gesagt, nee, Friedensdividende. Wir können jetzt mal Schulen bauen, wir können Straßen reparieren. Wir haben überhaupt keine Gesundheitsvorsorge in den USA und das Dammschutzprogramm müsste dringend mal erneuert werden. Wenn Sie einer Bevölkerung Geld für Rüstung abpressen wollen, wenn Sie unsinnige Gesetze machen wollen, die die Bürgerrechte einschränken, dann brauchen Sie eine Bedrohung. Sie müssen den Menschen Angst machen, sie brauchen einen Feind. Und da haben die Amis sich einen gebastelt. Die haben den Hussein damals zum Hitler aufgeblasen. Einen miesen, kleinen, lokalen Despoten haben die zum Hitler aufgeblasen. Natürlich war der Hussein immer ein riesen Arschloch, da müssen wir nicht drüber diskutieren. Deshalb war der ja auch der natürliche Verbündete der USA gewesen. Aber der war doch niemals eine Bedrohung für die Welt. Aber der Papa Bush, der hat die Amis so verrückt gemacht. Vor dem letzten Krieg, jetzt haben 70% der Amerikaner geglaubt, der Hussein hätte mit seinen Raketen bis Amerika schießen können. Dieses dämliche Volk weiß ja nicht mehr, dass Wasser zwischen den Kontinenten liegt.
Und der Papa Bush hat gesagt, Hitler, das ist bei uns Chefsache. Und hat eine Riesenarmee an den Persischen Golf gebracht. Und seitdem sind die ja da. Die sind da geblieben nach dem Ersten Krieg. Überall stationiert in den Ländern mit den Ölquellen. Denn wie sagte schon der olle Kissinger, Öl ist zu wertvoll, um es den Arabern zu überlassen. Ja, für sowas kriegen sie einen Friedensnobelpreis, wenn sie mal Interesse haben. Es sind aber nicht nur die Länder mit den Ölquellen, es sind die Länder mit den heiligen Städten des Islam. Und da muss man dann doch schon mal fragen, was ihr Herrgott sich da so bei gedacht hat. Unser schönes Öl bei den Moslems zu verbuddeln. Machst du das überhaupt nicht stutzig? Haben Sie noch nie Angst gehabt, dass Sie vielleicht doch vor dem falschen Altar rumrutschen? Überlegen Sie mal, unser Öl bei den Moslems, unser Gas bei den Kommunisten. Was haben wir? Die dreckige Kohle, die kommt nicht mal von selber hoch. Was haben die Amerikaner im Irak verloren? Menschenrechte schützen? Können wir den Scherz nochmal in Farbe hören? Was diese amerikanische Regierung unter Menschenrechten versteht, haben wir doch jetzt alle begriffen, oder? Systematische Folterung von Kriegsgefangenen? Abu Ghraib? Die haben sich das vom Kongress schriftlich genehmigen lassen, dass die Menschen foltern dürfen. Guantanamo Bay? Das größte Verbrechen der westlichen Zivilisation seit dem Zweiten Weltkrieg? Menschen wie Tiere in Käfigen? Seit 5 Jahren? Haben Sie die Bilder mal gesehen, in diesen roten Overalls mit den Handschellen, in den Fußfesseln? Seit 5 Jahren sitzen einige da. Keine Anklage, keine Beweise, nichts. Nur Vorwürfe. Sack überm Kopf und verschleppt aus Afghanistan. Ihr seid Bestien, für euch gelten keine Grundrechte. Natürlich nicht. Es sind ja Bestien. Wissen Sie, warum die also lange Haare haben? Die Zellen sind rund um die Uhr beleuchtet. Wenn Sie da ein bisschen Dunkelheit mal haben wollen, dann müssen Sie die Haare so lang wachsen lassen, dass Sie über die Augen kämmen können. Hat der Kohn das doch alles erzählt? Seit 5 Jahren sitzen Menschen unter diesen Bedingungen. Rund um die Uhr beleuchtete Zellen, permanente Verhöre, immer wieder dieselben Vorwürfe. Nach 5 Jahren gestehen sie alles unter solchen Bedingungen. Und dann sagt mein Innenminister Dr. Wolfgang Schäuble, ihm sei von Folterungen in Guantanamo nichts bekannt. Ja, dem Mann können wir ja zumindest weiterhelfen. Ich schlage hiermit offiziell vor, Herrn Schäuble mal 5 Jahre lang in so einem Käfig einzusperren, meine Damen und Herren. Das können wir doch hier in Bonn machen. Sie haben doch sicher noch ein schönes freies Plätzchen. Da machen wir eine neue Touristenattraktion draus. So eine neue Fanmeile. Public Schäuble Viewing. Ich meine das ernst. Ich bezahle den Käfig und alles, was der Schäuble frisst. So viel wird das nicht sein. Und Sie können ab und zu vorbeigehen und sagen, na Herr Schäuble, haben Sie jetzt eine konkrete Erinnerung an die Spendenaffäre? Da müssen wir nochmal wiederkommen. Und wenn der Schäuble nach 5 Jahren in so einem Käfig dann immer noch nicht weiß, was Folter ist, ja, dann wollen wir auch nichts gesagt haben. Ne? Dann ist ja alles Butter. Menschenrechte, hören Sie doch damit auf. Es geht doch hier nicht um Menschenrechte, es geht um Schürfrechte. Es geht ums Öl. Natürlich. Der Erste, der es offen zugegeben hat, war Jacques Chirac. Man muss dem Mann doch dankbar sein. Im Januar 2006 hat er das offen zugegeben. Die sind doch jetzt mit dem Iran zugange. Nachdem die Demokratisierung des Irak so wunderbar funktioniert hat, soll das Erfolgsmodell ja auf den Iran übertragen werden. Die freuen sich schon ein Loch in den Bauch da alle. Jetzt hat der Iran natürlich einen Fehler gemacht, das muss man eingestehen. Der Iran hat den Atomwaffensperrvertrag unterschrieben. Seitdem wird der Iran kontrolliert von der Atomenergiebehörde, von dem El Baradei. Israel zum Beispiel hat den Atomwaffensperrvertrag nicht unterschrieben. Die werden auch von keinem kontrolliert. Das ist auch nicht weiter schlimm. Israel hat Atomwaffen hergestellt, das weiß man seit 20 Jahren. Da haben die nie drüber geredet, der Olmert hat sich letztes Mal verplappert, aber man weiß, die haben das Zeug. Die haben Atombomben hergestellt, die haben auch Kernkraftwerke, das wissen nur alle, das ist aber nicht weiter schlimm. Der Iran aber hat den Atomwaffensperrvertrag unterschrieben, genau wie wir Deutschen übrigens, und wird seitdem kontrolliert, denn in dem Vertrag hat der Iran sich verpflichtet, keine Atomwaffen herzustellen, nicht zur Verbreitung von Atomwaffen beizutragen und darf dafür im Gegenzug Uran zu friedlichen Zwecken anreichern für die Kernenergie, wie wir Deutschen das auch alles dürfen. Jetzt kann man mit dem angereicherten Uran böse Dinge tun. Plutoniumwirtschaft, das wissen wir alle seit Jahren. Bei uns Deutschen geht da keiner von aus.
Wir Deutschen haben uns über die Jahrhunderte einen einwandfreien Leumund erworben. Der Iran aber hat ja schon mehrere Weltkriege angezettelt und ist bekannt dafür, dass er immer wieder über unschuldige Nachbarvölker einfach so herfällt. Jetzt sagt die westliche Wertegemeinschaft zum Iran, du hörst jetzt erstmal auf, das Uran anzureichern. Du hörst da erstmal komplett mit auf. Vorher reden wir überhaupt nicht weiter. Hör auf damit. Du kannst es ja bei uns kaufen, das Zeug. Und dann sagt der Iran, zu meinen Augen nicht zu Unrecht, über den Ahmadinejad müssen wir nicht reden, meine Damen und Herren. Der Mann hat natürlich einen Vollschatten, das weiß ich auch. Der Ahmadinejad hat nicht nur einen neben sich stehen, der hat einen vor sich, einen hinter sich. Der ist vom Müntefähig umzingelt, würde ich so sagen. Sehen Sie, wer ernsthaft den Holocaust leugnet, das ist auch kein Thema mehr fürs Kabarett. So ein Mann gehört in die Psychiatrie, der muss behandelt werden. Ich weiß, ob man das behandeln kann, aber das ist nicht mehr mein Thema. Also lass mal den Mann mal außen vor. Aber der Iran sagt in meinen Augen im Dezember 2005 nicht zu Unrecht, Moment mal, wir haben den Atomwaffensperrvertrag unterschrieben, da steht drin, wir dürfen Uran anreichern zu friedlichen Zwecken. Jetzt wollt ihr uns das verbieten, dann drehen wir euch den Ölhahn ab. Das sind ja auch nur Verträge, oder? Kann man doch einseitig brechen, haben wir doch gerade gelernt. Und dann sagt der Jacques Chirac daraufhin im Januar 2006 wörtlich, ich bin bereit, Atombomben auf Schurkenstaaten zu werfen, wenn die strategische Versorgung des Westens gefährdet ist. Das heißt, natürlich kann der Iran Atombomben haben. Der Chirac bringt die sogar persönlich vorbei. Und wir müssen nur noch klären, was Jacques Chirac wohl unter der strategischen Versorgung des Westens versteht. Was schätzen Sie? Croissants? Es geht ums Öl, natürlich. Wir sind komplett abhängig vom Öl. Die ganze Wirtschaft hängt davon ab. Das muss verfügbar bleiben zu einem akzeptablen Preis. Wo kommen wir hin, wenn die Menschen, denen das Öl gehört, bestimmen, was es kostet? Die NATO muss das sicherstellen, dass das Öl verfügbar bleibt. Unseren Nachschub sicherstellen. Damit die Bundeswehr da mitspielen kann, muss die Bundeswehr umgebaut werden. Das ist ja eine Verteidigungsarmee, ne? Da tun sie ja nun gar nichts mit. Das ist da ein sinnfreier Haufen, Verteidigungsarmee. 50 Jahre lang haben die sich in der Lüneburger Heide den Zapf in die Striche. Ist da einmal einer gekommen? 60 Jahre nach Kriegsende muss man noch mal akzeptieren. Kein Schwein auf der Welt will mit uns Deutschen Krieg spielen, wenn wir nicht anfangen. Das ist demütigend, ja. Aber die Welt ist schlecht. Jetzt wollen die Jungs überall mitkämpfen. Und da hat der Struck damals sofort gesagt, Deutschland wird jetzt am Hindukusch verteidigt. Als der Struck den Satz zum ersten Mal gesagt hat, habe ich schon geahnt, Struck und Durchblutung. Aber jetzt sind die deutschen Soldaten überall. 9000 deutsche Soldaten sind weltweit im Einsatz, zu Wasser, zu Lande, in der Luft. Die grünen Pazifisten, die aus der NATO austreten wollten, haben die deutschen Soldaten weiter geschickt, als ihre Väter je gekommen sind. Ein fantastischer Erfolg. 9000. deutsche Soldaten weltweit im Einsatz und jetzt sagt die Bundeswehr, mehr können wir nicht mehr. Sie haben gesagt, noch einen Auftrag können Sie auch nicht übernehmen. Sie sind logistisch am Ende, auch finanziell. Man hat es bei den Tornados ja gerade gesehen. Man hält die 30 Jahre lang vorrätig, da werden die 14 Tage lang gebraucht, schon bricht das erste Bugrad ab. So desolat ist unsere Bundeswehr, meine Damen und Herren. Sie haben gesagt, Sie können nicht mehr. Und mich macht das sehr nervös. Hören Sie mal, wir füttern noch da 280.000 Mann stehendes Heer durch, oder? Wir haben 280.000 Mann unter Waffen. Wenn davon 9000 ihrem Beruf nachgehen, sind die finanziell am Ende. Wenn das der Russe geahnt hätte. Jetzt kommt erschwerend hinzu, die waren so lange nicht im Ausland, die deutschen Soldaten, die wissen gar nicht mehr, wie man sich als Soldat da benimmt. Jetzt haben die sich daneben benommen, in Afghanistan, Riesenskandal, es hieß obszön, obszön. Ich dachte, was ist los? Der Verteidigungsminister sagte, was die deutschen Soldaten gemacht haben, wäre obszön, unentschuldbar. Ich dachte, was haben sie gemacht, obszön, was haben sie gemacht? Haben sie Kameraden missbraucht? Ich meine, das machen sie ja gerne. Gehört ja zur Grundausbildung, haben wir ja gelernt.
Obszön, was haben Sie gemacht? Haben Sie Kinder über den Haufen geschossen? Haben Sie Frauen geschändet? Was haben Sie gemacht? Nö, Sie hatten überhaupt nicht geschossen. Schnappschüsse hatten Sie gemacht. Haben den Leuten die Motive nicht gefallen. Wenn die Amerikaner Kinder über den Haufen schießen, fragt keiner nach den Motiven. Die sind immer ehrenwert. Bei unseren Fotos kommt es auf die Motive an. Die Deutschen waren völlig entsetzt. Viele haben gesagt, wieso eigentlich deutsche Soldaten in Afghanistan? Ich dachte, das wäre die Bundeswehr da. Das sind doch keine Soldaten, ich bitte Sie. Das haben wir doch gelernt. Bundeswehr, das sind Staatsbürger in Uniform. Menschen wie du und ich. Menschen mit innerer Führung, die einfach Spaß haben, in der Uniform rumzulaufen. So Ganzjahreskarnevalisten, was weiß ich. Die verbreiten unser Brauchtum weltweit. Jetzt ist denen da in Afghanistan diese Hamlet-Aufführung ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Aber das haben sie ja gleich gesagt. Die Soldaten haben gesagt, das würde nie wieder vorkommen. Nächstes Mal würden sie auch Kinder über den Haufen schießen. Da würde zu Hause keiner sagen, das ist obszön. Das wäre dann Notwehr. Meine Damen und Herren, die NATO-Doktrin sagt offiziell, wir dürfen die NATO-Soldaten auch außerhalb des Bündnisgebietes einsetzen, wenn der Nachschub unserer Ressourcen gefährdet ist. Das heißt, wir schützen nicht mehr das, was uns gehört. Wir schützen jetzt auch das, was wir gerne hätten. Wenn das der Führer noch erlebt hätte. Die Amis haben den Hussein zweimal angegriffen und zweimal locker besiegt. Sie erinnern sich an den ersten Krieg gegen Hussein 1991. Im Januar begann das Bombardement. Erstmal 4 Wochen lang Präzisionsbombardement. Die Amerikaner können ja heute aus 5 Kilometer Höhe mit chirurgischer Präzision, ja, die können mit chirurgischer Präzision aus 5 Kilometer Höhe, die können keine Maschinen bauen, die Zettel zählen können, aber die können aus 5... Dann kam der Frontalangriff zu Lande. Februar 91, Papa Rüsch sagte, es kommt die größte Panzerschlacht aller Zeiten. Es ging gegen Hitler mit seiner Wahnsinnsarmee. Februar 91, bei uns fiel der Karneval aus. Dafür waren die Gasmasken ausverkauft. In ganz Deutschland waren alle Gasmasken ausverkauft. Die Deutschen hatten Angst vor Saddam Hussein. Nur um mal klarzustellen, dass das deutsche Volk nicht weniger beschränkt ist als das amerikanische. Die Deutschen hatten Angst, der Hussein hätte mit den Raketen, die wir ihm verkauft hatten, mit den Gassprengköpfen bis nach hier schießen können. Dabei waren die alle für Israel gedacht. Und da hat er sie ja auch ordnungsgemäß hingeschossen. Der Hussein war immer ein fairer Kunde. Der hat nie seine Lieferanten angegriffen. Der Ahmadinejad ist ein primitiver Antisemit, müssen wir nicht drüber reden. Israel muss zerstört werden, das ist primitiver Antisemitismus, natürlich. Aber das ist arabische Rhetorik seit 40 Jahren, meine Damen und Herren. Die Juden müssen ins Meer getrieben werden, das sagen die da seit 40 Jahren. Hat der Hussein auch immer gesagt. Wenn der Hussein sowas gesagt hat, hat die Regierung Kohl gesagt, Hussein, nicht so laut. Was brauchst du denn? Die Regierung Kohl hat den Export von Kurzstreckenraketen mit Giftgas-Sprengköpfen aus Deutschland an den Irak genehmigt, meine Damen und Herren. Die hat den Todfeind Israels mit Giftgasraketen aufgerüstet. Und dann saßen die Deutschen im Februar 91 mit Gasmasken vorm Fernseher und sahen zu, wie die Israelis im Bunker und im Keller saßen und mit Kurzstreckenraketen aus Deutschland mit deutschem Giftgas beschossen wurden. Wie nennen Sie das denn jetzt? Intelligenten Antisemitismus? Nach dem Motto, der Ahmadinejad schwätzt nur dumm rum, die Regierung Kohl hat wenigstens was getan. Das ist doch mal ein Friedensnobelpreis wert, oder? Bei der größten Panzerschlacht aller Zeiten sind über 17 amerikanische Soldaten ums Leben gekommen. Das sind jetzt Panzerschlachten heute. 17 Tote, da ist doch bei jedem Nebelunfall auf der A3 mehr los. Was sind denn das für Kriege? In beiden Kriegen gegen Hussein sind jeweils 150 amerikanische Soldaten gestorben. Jetzt die ganzen Toten, das war nach Ende des Krieges, zur Besatzungszeit. In den Kriegen sind jeweils 150 Amerikaner gestorben. Davon die Hälfte jeweils von eigenen Kameraden erschossen.
Der Rest ist bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen. Alles wie zu Hause. Killed by friendly fire. Guten Freunden gibt man halt ein Schüsschen oder ein paar hundert. Auf irakischer Seite sind 50, 60, 70.000 Menschen gestorben. Die haben die aus der Luft abgeknallt wie die Kanickel, da ist da am Boden ja nicht gekämpft worden. Da können sie doch dreimal rein, wenn so ein Krieg gewinnt. Da können sie auch den Klitschko auf den Dreijährigen loslassen und sagen, pass auf dein Knie auf, der Kleine hat einen schweren linken Nagel. Aber der Hussein hatte ja die Massenvernichtungswaffen. Das ganze Land voller Massenvernichtungswaffen, der konnte innerhalb von einer Dreiviertelstunde ganz Europa angreifen. Wo ist das ganze Zeug eigentlich? Da hat der Putin einen schönen Satz gesagt. Wenn ich die Amerikaner wäre, ich würde welche finden. Die Amis haben den Hussein zweimal angegriffen und zweimal locker besiegt. Und der Papa Bush war damals sogar clever. Der Papa Bush hat den Hussein an der Macht gelassen. Geschwächt an der Macht. Ein Arschloch im Wandschrank. Für eine Weltmacht eine prima Sache, wenn es zu Hause nicht so läuft, wenn die Konjunktur nicht anspringt, wenn die Praktikantin rumzickt. Man holt das Arschloch aus dem Wandschrank. Bom, 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 bom. Dann kommt er zur Wiedervorlage wieder zurück. So, auch jetzt beim Terrorismus. Amerika geschockt nach dem 11. September 2001. Zu Recht geschockt, ein furchtbares Verbrechen. Der Präsident, wir müssen was tun. Mr. President, da kann man doch nichts tun. Das ist Terrorismus, was wollen Sie denn da tun? Das kann man nur ertragen, in Würde. Wir können der Welt beweisen, dass eine Demokratie sich durch solche Verbrechen nicht erschüttern lässt. Also Gesülze. Wir sind Amerikaner, wir tun immer was. Wir müssen uns rächen. An wen denn, Mr. President? Das ist ja das Blöde bei Selbstmordattentäten. Wir rächen an den Hintermännern, was weiß ich. Wir wissen noch gar nicht, wer das wirklich ist und wo die sind, wissen wir auch nicht. Wir müssen aber irgendwas tun. Ja, wir können irgendwas bombardieren, das ist das Einzige, was wir wirklich gut können. Bombardieren wir Afghanistan, das ist schon alles kaputt. Außerdem läuft ja der Bin Laden rum. Vielleicht treffen wir ihn ja, Terroristen-Bombenlotto, vielleicht haben wir Glück. Der erste vernünftige Vorschlag, auf nach Afghanistan. Jetzt haben die den Bush damals mit Mühe davon abhalten können, Afghanistan mit Schiffen anzugreifen. Schade, oder? Ich hätte ihn fahren lassen. Stattdessen 4 Wochen lang Bomben auf Afghanistan. Ha, das hat schon mal gut getan. So, ist der Terrorismus jetzt besiegt? Nein, Mr. President, die Taliban sind besiegt, vorläufig. Die sind jetzt wieder im Untergrund als Terroristen. Der Terrorismus hat weltweit sehr großen Zulauf. Das war eine sehr schöne Werbeaktion, kann man nicht anders sagen. Ja, was denn mit dem Bin Laden, Freunde? Ja, den können wir nicht fangen, den hat das CIA zu gut ausgebildet. Ja, und jetzt? Was machen wir jetzt? Wir müssen was tun. Ja, wir wissen doch, wo ein Arschloch im Wandschrank sitzt. Hat er was mit dem 11. September zu tun? Nein, aber wir wissen, wo er ist. Also raus damit. Bom, 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 bom. Was macht der W? Er macht auch noch den Wandschrank leer. Jetzt ist der Irak das Aufmarschgebiet für Al-Qaida, was er vorher nie war. Jetzt ist der Bürgerkrieg. Jeden Tag sterben 100 Menschen und die Syrer haben Angst, dass sie in den Schrank müssen. Einer muss doch immer im Schrank. Es geht doch um die Freiheit. Afghanistan war auch besetzt von bösen Russen. Die Amerikaner haben gesagt, der Russe muss da raus. Wer kann das für uns machen? Haben die wieder einen sympathischen jungen Mann gefunden. Osama Bin Laden. Die Amerikaner haben gesagt, Osama, wir rüsten dich auf und dann kämpfst du gegen die gottlosen Russen. Ich habe doch keine Leute, hat der Bin Laden gesagt. Die paar afghanischen Freiheitskämpfer, hier, da tue ich nichts mit. Die Leute besorgen wir dir auch. Und dann haben die Amerikaner Söldner nach Afghanistan gebracht. Da sind die stolz drauf, meine Damen und Herren. Das sind hier keine Verschwörungstheorien. Der CIA brüstet sich damit, um die Russen zu vertreiben, haben die damals mit Hilfe von Saudi-Arabien bis zu 100.000 fanatische junge Moslems in den arabischen Ländern angeworben und zum Kämpfen nach Afghanistan gebracht. Söldner.
islamistische Fundamentalisten, diese Selbstmordattentäter. Und dann hat der Osama Bin Laden mit seinen Mujahideen, den Gotteskriegern, mit amerikanischem Geld, mit amerikanischen Waffen und mit von Amerika bezahlten Selbstmordattentätern gegen die gottlosen Russen gekämpft. 10 Jahre lang. 15.000 tote russische Soldaten durch Terroranschläge Osama Bin Ladens. Waren noch Terroranschläge, oder? Frau Merkel, Sie haben so ein klares Weltbild. Frau Merkel, ein Land ist besetzt, aus welchem Grund auch immer. Ein Land ist besetzt und eine Gruppe kämpft mit Waffengewalt von außen finanziert gegen die Besatzer. Das ist doch Terrorismus, oder? Hamas oder Hamas nicht? Nach heutiger Terrorismusbekämpfungslogik hätten die Russen doch damals einfach nur in Washington in der Hauptgeschäftsstraße mit Kampfhubschraubern Regierungsmitglieder und deren Familien abknallen müssen, um den afghanischen Terroristen den Nachschub abzuschneiden. Gleiches Recht für alle, oder? Osama Bin Laden hat die Russen vertrieben. Und die Amerikaner waren begeistert. Super, euer Land ist frei. Ja, sieht nicht schön aus, aber ist ja euer Land. Was heißt denn hier total vermint? Habt ihr schon mal Bodenschätze? Man hat die Afghanen im Dreck sitzen lassen, natürlich. Es ging doch niemals um Afghanistan. Es ging darum, den Russen eins auszuwischen. Dann kamen in Afghanistan die Bürgerkriege. Sich selbst überlassen haben die Leute einfach weitergekämpft. Die Söldner können ja auch nichts anderes. Aus dem Bürgerkrieg gingen die Taliban als stärkste Kraft hervor. Dann wollten die ihre Brüder und Schwestern in Tschetschenien auch noch von den gottlosen Russen befreien, wie sie es gelernt hatten. Und da kamen sie zu spät. Jetzt waren es echte Terroristen. Ja, die Amerikaner hatten wieder die Seite gewechselt. Diesmal hatten sie sich mit dem lupenreinen Demokraten Wladimir Putin verbündet. Ich habe ja immer geglaubt, das ist ein Massenmörder, aber nein, es ist ein lupenreiner Demokrat, sagt Gigi, also Goldkettchen Gerd. Tschetschenien, das ist lupenreiner Völkermord, das sind lupenreine ethnische Säuberung, da widerspricht auch keiner, meine Damen und Herren. Der Putin macht mit den Tschetschenen das erfolgreich, was der Hussein mit den Kurden immer nur versucht hat. Deshalb stand der Schröder immer mehr auf Putin. Der Schröder steht auf Erfolgstypen, mit so Losern hat er nichts am Hut. Der Unterschied zwischen Putin und Hussein besteht doch nicht in der Zahl der Menschen, die auf dem Gewissen haben. Der Unterschied besteht in einer Sache. Der Putin hat genau all die Waffen, die dem Hussein immer nur unterstellt worden sind. Hätte der Hussein die Waffen gehabt, wäre doch niemals angegriffen worden. Sind Sie wahnsinnig? Der wäre heute noch schön im Amt. Der wäre bei Schröder von 60. Geburtstag eingeladen worden. Der wäre unser strategischer Partner im Nahen Osten und würde Vorträge halten über die Bekämpfung des schiitischen und kurdischen Terrorismus in seinem Land. Und jetzt überlegen Sie noch mal ganz kurz, warum manche Iraner vielleicht doch gerne eine Atombombe hätten. So ganz neutral. Glauben Sie wirklich, die wollen Israel angreifen? Wo die wissen, Israel hat auch eine Atombombe und dann ist da alles platt? Glauben Sie sowas? Halten Sie diese Menschen für so beschränkt wie den Chefredakteur der Bild-Zeitung? Oder könnte es sein, dass die Iraner sagen, naja, so eine Atombombe ist vielleicht doch die einzige Versicherung gegen einen willkürlichen Angriff durch die USA? Könnte das sein? Ich kenne jedenfalls ein Land, das lassen die Amerikaner in Ruhe. Der Diktator hat noch mehr Leute auf dem Gewissen. Der ist schon vom Namen her krank. Kim Jong-il. Eigentlich sogar Kim Jong-very-il. Mit dem wird verhandelt. Der darf jetzt schon wieder Waffen liefern nach Mogadischu zur Bekämpfung der Islamisten. Den lassen die Amis in Ruhe. Nordkorea ist A versichert. Die Anschläge waren furchtbar in den USA, entsetzlich. Genauso wie die Reaktionen bei uns. Dieser Tag hat die Welt verändert. Nichts wird jemals wieder so sein, wie es war. Meine Lieblingsüberschrift. Nichts wird jemals... Die hätten noch schreiben können, so jung kommen wir nie wieder zusammen. Peter Struck rief völlig unterzuckert. Jetzt sind wir alle Amerikaner. Ich habe schon Probleme genug, damit Deutscher zu sein, meine Damen und Herren. Ich weiß nicht, wie Ihnen das geht. Ich bin mit meinem bisschen Menschsein derart ausgelastet. Zum Deutschsein komme ich ganz, ganz selten. Plötzlich war einer Amerikaner.
Dann kamen die Anschläge in Madrid, Struck im Fernsehen. Jetzt sind wir alle Spanier. Ich komme nicht mehr hinterher. Als in London die Bomben hochgingen, habe ich sofort den Fernseher ausgemacht. Ich kann nicht mehr. Jetzt habe ich das verpasst. Letzten Herbst in Antalya, der Anschlag. Hat der Struck da gesagt, jetzt sind wir alle Türken? Nee, da kann er doch noch differenzieren, oder? Und immer wenn du meinst, blöder geht's nicht mehr, dann kommt von irgendwo ein Merkel her. Sie hat wieder einen draufgesetzt damals. Nach den Anschlägen von New York und Washington saß die Merkel auf der Pressekonferenz und hat wörtlich gesagt, Solidarität heißt, im Zweifelsfall zu allem bereit zu sein. Hat sie vergessen, noch die Pumps zusammenzuschlagen. Zu allem bereit. Ami Befehl, ich folge dir. 40 Jahre Diktatur gehe wohl doch nicht so spurlos an der Festplatte vorbei. Sehen Sie, ich würde ihr das alles durchgehen lassen als Überreaktion im ersten Augenblick. Der Schröder hat ja auch so einen Unsinn erzählt. Der hat von der uneingeschränkten Solidarität gefaselt. Das ist genau so ein Quatsch. Gibt es irgendjemanden, mit dem Sie uneingeschränkt solidarisch sind, egal was der anstellt? Der Schröder hat aber begriffen, was er falsch gemacht hat und hat dann gesagt, den Krieg machen wir nicht mit. Der Irakkrieg ist völkerrechtswidrig, hat der Schröder gesagt. Da beteiligen wir uns nicht dran. Da muss es andere Möglichkeiten geben. Friedliche Lösungen. Und das nimmt die Merkel dir bis heute übel. Merkel und Schäuble haben nichts dazugelernt. Die sagen bis heute, das sei falsch gewesen, was der Schröder da gemacht hat. Die sagen bis heute, wenn der Schröder den Bush unterstützt hätte mit seiner Kriegsdrohung, dann hätte der Krieg verhindert werden können. Man muss sich das immer wieder in Erinnerung bringen, meine Damen und Herren. Die Merkel hat nichts von dem von damals zurückgenommen. Die ist ja damals extra in die USA geflogen. Sie können sich doch erinnern. Herr Bush, der Schröder findet das doof, was Sie machen. Aber wir finden das doof, was Herr Schröder macht. Ich hoffe, Sie vergessen das nicht. Die hat doch... Die hat doch dem Bush das ganze Oval Office vollgeschleimt damals. Dass die Schabracke sich überhaupt wieder nach Hause getraut hat. Das muss man sich wirklich ab und zu mal klar machen. Das vielleicht Einzige, was der Schröder in seinem ganzen verfuschten Leben definitiv richtig gemacht hat, zu sagen, diesen Krieg machen wir nicht mit. Da sagt die Merkel und der Schäuble sagen bis heute, das wäre falsch gewesen. Die sagen bis heute, der Schröder hätte die Drohung von Blair und Bush unterstützen müssen. Und jetzt möchte ich noch mal kurz erinnern, womit der Bush damals gedroht hat. Heute heißt es ja immer, ja, der Hussein musste ja auch wirklich weg, das war ja auch ein böser Diktator. Das war aber nicht die Drohung damals, oder? Der Bush hat damals gesagt, Hussein, rück die Massenvernichtungswaffen raus. Wir wissen, du hast das Zeug. Wir haben die Satellitenfotos. Wir haben sie der UNO gezeigt. Die ganze Welt weiß inzwischen, wo das Zeug liegt. Bloß die Inspekteure sind ja zu doof, das zu finden. UNO-Affen haben wir nichts mit am Hut. Rück die Massenvernichtungswaffen raus oder wir greifen an. Es hat nie geheißen, rück den Hussein raus oder Hussein tritt zurück. Rück die Massenvernichtungswaffen raus oder wir schießen dein Land in Klump und Asche. Das war die Drohung, die der Schröder unterstützen sollte. So, und jetzt wüsste ich von Herrn Schäuble gerne mal, wie der Hussein diesen Krieg hätte verhindern können. Was hätte der Hussein machen können? Er hat doch immer gesagt, komm, guck, ich hab nichts, oder? Der konnte das Zeug doch nicht rausrücken, oder? Der hatte das doch nicht. Der hatte wirklich nichts. Was hätte der machen sollen? Der hat immer gesagt, komm, gucken. Der Mann hat die Wahrheit gesagt. Herr Schäuble, dass Sie sich das nicht vorstellen können, dass jemand auch mal die Wahrheit sagt, das kann ich ja verstehen. Sagen Sie mal, Frau Merkel, was machen Sie eigentlich, wenn ich Ihnen eine Knarre in den Schädel halte und sage, rücken Sie mal die 2 Millionen Euro raus, die in Ihre Handtasche eingenäht sind? Ja, da brauchen Sie gar nicht grinsen. Ich habe ein Satellitenfoto vom CIA. Da können Sie genau erkennen, in Ihrer Handtasche sind 2 Millionen Euro eingenäht. Rücken Sie die raus oder ich baller sie weg. Was machen Sie da? Wissen diese Menschen, was sie tun, wenn sie Länder mit Krieg drohen aufgrund von Vermutungen, die die Geheimdienste aufgestellt haben, um zu rechtfertigen, dass sie weiter Geld kriegen? Wo bin ich hier? Krieg ist wieder ein Mittel der Politik? Was ist das für eine Frau? Ist das eine Frau? Ist das eine Physikerin? Oder ist das ein Knallgasexperiment auf 2 Beinen?
Es muss ja was passieren. Wir alle sind bedroht durch den islamistischen Terrorismus. Das ist die große Bedrohung im 21. Jahrhundert. Der islamistische Terrorismus bedroht die ganze Welt. Und diese Bedrohung bleibt uns erhalten. Das ist das Schöne an der Sache. Das passiert den Amerikanern nicht nochmal, dass ein Feind sich einfach auflöst. Wie viele Deutsche sind im Kampf gegen den islamistischen Terrorismus schon gestorben? Allein die Raucher, die finanzieren das ja alles. Extra Aufschlag auf die Tabaksteuer, zweckgebunden für den Kampf gegen den Terror. Hunderte Millionen von Euro kratzen die Raucher sich jedes Jahr aus ihren Lungen im Kampf gegen den Terrorismus. Das ist doch die perfekte Ironie, oder? Selbstmordattentäter finanzieren den Kampf gegen den Terror. Ja. Raucher sind das Selbstmordattentäter, oder? Steht auf der Packung drauf. Holen Sie doch die Packung mal raus. Ist netter formuliert, aber steht drauf, Sie schädigen sich und die Menschen, die unschuldig mitrauchen müssen. Auf anderen Packungen drauf, Rauchen kann tödlich sein. Auf Deutsch, Sie töten sich und die Menschen, die unschuldig mitrauchen müssen. Ist doch für mich die klare Definition eines Selbstmordattentats. Ist aber erlaubt, oder? Weil es auf der Packung steht. Da werden Grenzwerte festgelegt und dann dürfen Sie. Das Kabinett sagt, 9000 Deutsche sterben jedes Jahr durch Passivrauchen. Ist erlaubt. Brauchen Sie auch keine Trennwände in den Gaststätten. Der Gaststättenverband sagt offiziell, wir machen das mit intelligenter Luftsteuerung. Gaststättenverband, da können Sie mal sehen, was Alkohol aus Menschen machen kann. Klarer Fahrer Selbstmordattentat ist erlaubt, weil es auf der Packung steht. Jetzt habe ich mir überlegt, wenn die Attentäter auf die Sprengstoffgürtel vielleicht draufschreiben würden, Sprengen gefährdet die Gesundheit ihrer Mitmenschen, sagen wir mal. Wahrscheinlich würde die EU Grenzwerte festlegen, oder? In den Zügen würden sie Bomberabteils kriegen, Raucherabteils, Nichtraucherabteils. In den Gaststätten brauchen sie keine Trennwände. Die machen das mit intelligenter Splittersteuerung. Machen sie. Und der Rüttgers wird sagen, okay, in Eckkneipen ist es erlaubt. Die Frage ist doch, wovor haben Sie Angst? Das ist die entscheidende Frage beim Terrorismus für mich, meine Damen und Herren. Es geht nicht darum, Verbrechen zu verharmlosen. Das sind Mörder, miese, gemeine Mörder. Aber auch nicht mehr. Verherrlichen Sie die nicht zu Terroristen. Terror ist es, weil wir Angst davor haben. Der Terror ist hier in Ihrem Kopf. Es sind Mörder, so wie viele Mörder auf der Welt rumlaufen. Wovor haben Sie Angst? Das ist die entscheidende Frage. Wovor haben Sie Angst? Vor Al-Qaida? 150.000 Deutsche sterben jedes Jahr an den Folgen von Rauchen. 50.000 Deutsche sterben an den Folgen von Saufen. Man darf wohl sagen, allein Paulaner dürfte erfolgreicher sein als Al-Qaida. (lacht) 6.000 Deutsche sterben im Straßenverkehr. Früher waren das mal 20.000 Tote im Straßenverkehr, jedes Jahr. Da hat das mit der Rente auch noch funktioniert. Ja, von Airbag und Sicherheitsgurt hat die Rentenkasse sich nie wieder ernsthaft erholt. Aber immer noch 6.000 Tote im Straßenverkehr, jedes Jahr. Haben Sie Angst vor Al-Qaida? Ernsthaft? Haben Sie lieber Angst vor Reisebusfahrern? LKW-Fahrer, da sind Schläfer unterwegs, die sind wirklich gefährlich. Und die könnte man relativ leicht aus dem Verkehr ziehen, mit ganz normalen Verkehrskontrollen. Brauchen Sie keine biometrischen Daten oder Online-Überwachung. Die Frage ist, wovor haben Sie Angst? Vor Al-Qaida? Es heißt übrigens Al-Qaida, nicht Al-Qaida. Viele benutzen das immer noch falsch. Es ist wirklich sehr komisch, wenn Sie Al-Qaida sagen. Al-Qaida heißt nämlich so viel wie die Gemahlin, die Gefährtin. Hat mir jemand erklärt, das ist jetzt kein Scherz. Al-Qaida ist die Gemahlin, die Gefährtin. Al-Qaida ist die Terrororganisation. Versuchen Sie das bitte in der Öffentlichkeit auseinanderzuhalten. Auch wenn das bei Ihnen zu Hause auf dasselbe hinausläuft. Ja? Wovor haben Sie Angst? 6.000 Deutsche sterben an Grippe, jedes Jahr. Stinknormale Grippe übrigens, nicht SARS oder Vogelgrippe oder sowas Gefährliches. Ganz normale Grippe, daran sterben 6.000 Deutsche jedes Jahr, seit 20 Jahren. Und 15.000 Tote haben wir dann noch durch Ärztepfusch, als Dreingabe quasi.
Jedes Jahr 15.000 Tote durch Ärztepfusch. Man könnte auch sagen, die deutschen Ärzte erlegen jedes Jahr 15.000 Patienten. Das sind 44 Tote am Tag. Das ist auch eine Menge Holz, oder? Stellen Sie mal vor, die würden 14 Tage lang jeden Abend in der Tagesschau vor der Wetterkarte sagen, und auch heute wieder starben 44 Deutsche durch Ärztepfusch. Jetzt das Wetter für Ihre Beerdigung. Was meinen Sie, was hier nach 14 Tagen für eine Panik aufkäme vor Ärzten? Aber das ist das normale Lebensrisiko. Damit leben Sie. Da haben Sie keine Angst vor, oder? 44 Tote am Tag. Hören Sie mal, da muss ein alter Al-Qaida-Kämpfer lang an Stricke. Das macht der Marburger Bund in der Streikpause. »44 Tote am Tag, das nennen die in Bagdad Bürgerkrieg, wir nennen das Gesundheitswesen.« Aber da haben Sie keine Angst dazu zu gehören. Wir haben Angst vor dem islamistischen Terrorismus, denn das ist der deutsche Albtraum. 30 Jahre lang nicht rauchen und dann beim Terroranschlag ums Leben kommen. Das ist der Albtraum. Und deshalb müssen Maßnahmen ergriffen werden. Und wenn sie noch so sinnlos sind, wir brauchen diese Sicherheit, dieses Gefühl von Sicherheit. Wir brauchen die Videokameras auf den öffentlichen Bahnsteigen, auf den öffentlichen Plätzen, meine Damen und Herren. Man kann das doch alles absichern. Man kann alles mit Videokameras überwachen, natürlich. Man kann nur das Gammelfleisch in Tiefkühlhäusern. Das bewegt sie zu schnell, das können Sie mit. Aber die Bahnsteige kann man doch sicher machen. Natürlich. Wir haben doch noch mal Glück gehabt. Die Kofferbomben sind doch nicht explodiert letzten Herbst. Das Desaster stand kurz bevor, aber die Bomben waren funktionsunfähig. Zum Glück. Die Jungs waren zu blöd, die Bomben zu bauen. Das waren Ingenieurstudenten. 5. Semester Ingenieurstudium. Zum Glück nicht Harvard, sondern Hamburg. PISA steht für Peace, ich sag's Ihnen. Dumm bombt schlecht. Dann hat das Bundeskriminalamt in einer Wahnsinnsverhandlungsaktion die beiden Superterroristen dingfest gemacht. Erst wollen sie Michael Ballack verhaften, aber dann haben sie noch gemerkt, er hatte nur das T-Shirt von dem Ballack an. Und dann hat der eine noch in dem Koffer den Zettel mit der Telefonnummer von seinem Papa zurückgelassen. Und als die Nummer schon abgehört wurde, hat er zu Hause angerufen und gefragt, was er machen soll. Und Papa hat gesagt, er soll sich stellen. Und dann haben sie die Superterroristen geschnappt, meine Damen und Herren. Und am Tag der Verhaftung hat das Bundeskriminalamt verlauten lassen, die Gefahrenspitze ist gekappt. Es liegen uns keine weiteren Erkenntnisse über Terrorzellen in Deutschland vor. Das sind auch Komiker, oder? Über die beiden Jungs haben denen auch vorher auch keine Erkenntnisse vorgelegen. Denen liegen vorher nie Erkenntnisse vor, da brauchen Sie mal keine Sorge zu haben. Das Bundeskriminalamt erfährt von den Anschlägen genau wie wir aus den Nachrichten. Die sagen ja auch gar nicht, man kann mit den Videokameras die Anschläge verhindern. Nein, die sagen, man kann sie besser aufklären. Natürlich, natürlich werden auch in Zukunft alle Superterroristen ohne Verkleidung, ohne Perücke, ohne falschen Bart, fröhlich in die Videokameras winkend mit den Kofferbomben über die Bahnsteige schlappen, meine Damen und Herren. Vorher haben sie sich natürlich ordnungsgemäß in die Antiterror-Datei eingetragen. Das ist ganz wichtig. Ja, wir sind hier in Deutschland, hier können sie nicht einfach so rumterrorisieren. Da muss man sich vor eine Datei eintragen. Das wird so eine Art Einwohnermeldeamt für Terroristen. Was glauben Sie, was Sie für einen Ärger kriegen, wenn Sie hier einen Anschlag machen, Sie waren vorher nicht in der Datei erfasst? Vielleicht habe ich ja wieder alles falsch verstanden. Vielleicht ist die Antiterror-Datei ja wie eine Verkehrssünderkartei, wie Flensburg. Man bekommt Punkte für Fehlverhalten, kann ja auch sein. Wir haben ja schon gesagt, die Religionszugehörigkeit allein soll kein Grund für einen Eintrag sein. Also die Evangelischen sind immer fein raus, aber als Moslem sollen sie schon ein bisschen aufpassen. Falsche Moschee gebetet, wo Extremisten verkehren, haben sie direkt wieder 2 Punkte in der Antiterror-Datei. Zu schnelles Beten, auch sehr gefährlich. Ist doch verdächtig, wenn die nicht mitschreiben können. 3 Punkte Antiterror-Datei. Sie stehen im Notizbuch vom falschen Mann, 2 Punkte Antiterror-Datei. Und wenn Sie zu viele Punkte in der Antiterror-Datei haben, gelten Sie als höchst gefährlich, da können Sie aus dem Verkehr gezogen werden. Ich vermute, Sie kommen zur Nachschulung nach Guantanamo. Da kriegen Sie einen Crashkurs in den christlichen Werten des Abendlandes, meine Damen und Herren. Und wir kriegen noch den Fingerabdruck und Personalausweis und dann sind wir endgültig sicher. Das hat uns ja noch Otto Schilly beschert.
Der alte paranoide Weihnachtsmann. Der Fingerabdruck und Personalausweis. Otto Schily hat damals gesagt, der Fingerabdruck wäre wichtig und der wäre richtig und der Datenschutz wäre halt nicht so wichtig. Wir sollen uns nicht so anstellen. Die Spanier hätten den Fingerabdruck seit über 30 Jahren im Personalausweis. Das stimmt. Das hat General Franco nur eingeführt damals. Otto Schilys großes Vorbild. Auf Hitler wollte er sich offenbar nicht offiziell berufen. Hätte auch machen können. Unter Hitler gab es auch den Fingerabdruck im Personalausweis. War ja nicht alles schlecht. Haben die Väter des Grundgesetzes abgeschafft. Genau wie die Spanier übrigens vor ein paar Jahren wieder, als die Diktatur vorbei war. Das hat der Schily uns nicht erzählt. Ne? Die Väter des Grundgesetzes haben gesagt, die Deutschen brauchen keinen Fingerabdruck und Personalausweis, die Deutschen sind keine Verbrecher. Das wissen Schily, Schäuble und Beckstein aber besser. Man kann sie nicht hindern, von sich auf andere zu schließen. Wenn wir den Fingerabdruck und Personalausweis haben, ich bin dafür, dass wir alle den Fingerabdruck von Otto Schily im Personalausweis haben. Wenn wir den Fingerabdruck und Personalausweis haben, wie die Spanier das all die Jahre hatten, und wenn wir die Videoüberwachung auf den öffentlichen Plätzen und den Bahnsteigen haben, wie die Engländer das immer noch haben, dann endlich, meine Damen und Herren, dann haben wir auch genauso wenig Terroranschläge, wie die Spanier und die Engländer während der letzten 30 Jahre durch die islamistischen Fundamentalisten von IRA und ETA. Bis neulich.